In den letzten 5 Wochen haben wir Ihnen im Rahmen unserer Serie das Thema Glasfaser näher gebracht. Fiber Power. Mit diesem Projekt setzt die Stadtwerke Jungburg AG auf schnelles, sicheres Internet für die gesamte Region. Nach 48 Monaten wurde die erste Phase des Projektes im Mai dieses Jahres abgeschlossen. Und die Bilanz, die gezogen werden kann, ist sehr erfreulich. Wir haben alle unsere Ziele erreicht. Wir haben versucht, die größten Teile in Zeltweg mit Glasfaserverbindungen anzubinden. Wir haben Jundburg West und Teile Jundburg Stadt mit Glasfaseranbindungen, vor allem Fiber to the Home, versorgt. Wir haben hier unsere ersten Erfahrungen sammeln können mit Glasfaserverbindungen direkt ins Haus. Wir haben einige Firmen angeschlossen über FTTH, haben auch hier unsere Erfahrungen gesammelt. Und als Erkenntnis daraus nehmen wir sicher mit, Glasfaserverbindungen sind die Verbindungen für die Zukunft. Es wird in Zukunft noch höhere Datenmengen geben, noch mehr Dienste geben, vor allem im Bereich der Telekommunikation, und Glasfasertechnologien sind einfach das Medium der Zukunft. Wird es ein weiteres Projekt wie dieses geben? Die Stadtwerke Jundburg AG wird sicher auch in den anderen Netzen in Spielberg, Knittelfeld, Großlohming, Kleinlohming, Apfelberg und überall weiter auf Glasfaserverbindungen setzen, und wir werden diese auch in Zukunft ausbauen. Auch die Investitionskosten des Projektes Fiber Power können sich durchaus sehen lassen. Im Rahmen dieses Projektes in diesen 48 Monaten haben wir mehr als 1 Million Euro hier in dieser Region investiert. Der größte Teil geht sicher in Grabungskosten für die Verlegungen zu den einzelnen Häusern, aber auch das ganze Equipment und die Hintergrundtechnologie, Spleißgeräte und so weiter, Messgeräte, alles in Summe etwas mehr als 1 Million. Mit Fiber Power der Stadtwerke Jundburg AG investiert man in eine schnelle Zukunft der Region. Dieses Projekt wird durch das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie und die FFG im Rahmen des Programms Austrian Electronic Network gefördert.